von mir auch noch mal ein herzliches Grüß Gott, wie man es in Bayern sagt. Kurz zu meiner Person, Name Ernst Rossmann. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren beim Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung in München. War vorher 13 Jahre beim IT-Haus der Deutschen Post, also klassische Entwicklung. Wo ist der Kollege? Ich habe auch mal als Entwickler angefangen, bin dann auch langsam in diese Projektreiterrolle reingekommen, habe da Methoden, PMI-Methode, PRINCE2 und so kennengelernt und bin eben seit Oktober 2009 jetzt beim Landesamt. Ich sage immer, die haben mich eingekauft, weil es mit dem Projekt- und Ressourcenmanagement nicht so wirklich funktioniert hat und haben sie ein Projekt aufgesetzt und eben über das will ich ein bisschen erzählen. Ich weiß nicht, die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich München kennen. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen in der Fußgängerzone in München vor dem Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Auf der Seite plätschert der Straußbrunnen. Oh, das ist Honig. Das Hofbrauhaus ist in der Nähe. Frauenkirche sieht man sehr schön. Und dann gehen Sie da in das Landesamt, werden empfangen von einem Portier mit bayerischer Gala-Uniform. Im Gang laufen nur Leute rum mit Lederhose, Trachtenjanker und Dirndl. In jedem Gang hängt ein Bild vom König Ludwig II. Von Neuschwanstein oder vom Königssee. Jeden Tag um 10:30 gibt es Weißwürst, sehr gut, mit Brezen und frisches, kühles Weißbier. Haben Sie das Bild so vor sich? Ist sehr schön, gell? So ist es in Bayern nicht mehr. So, okay, kurz zur Agenda. Also dieses Bild behalten, bayerisches Amt. So, jetzt nehme ich dieses Wunderteil und wechsle mal die Seite, weil da ist mein Spicker. Ja, Agenda. Was will ich Ihnen heute erzählen? Ein bisschen über das Umfeld, Landesamt. Was wird da so gemacht? Wie groß ist das? Dann zur Motivation, warum will man Projekt- und Ressourcenmanagement überhaupt einsetzen? Warum will man ein Tool neu einsetzen? Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Herausforderungen, die bayerischen Herausforderungen? Dann ganz kurz in Punkt 3, das Thema Projektplanung, in welcher Zeit haben wir es durchzogen? Ziehen wir es durch? Dann Punkt 4, eigentlich der Hauptpunkt, so ein paar Besonderheiten, wie haben wir Instep genutzt bei uns? Wie ist die Umsetzung gelaufen und am Schluss dann ein kleines Fazit. Ja, so roter Faden, Motivation, Planung, Umsetzung. So, dann kommen wir mal zur Organisation. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Wie so viel hat auch das eine Abkürzung, LF Stadt. Also das heißt, wenn jetzt Folien kommen, wo das auftaucht, immer merken, das ist das Landesamt. Wir sind eine untergeordnete Landesbehörde vom Innenministerium, das heißt, wir hängen direkt am Innenministerium dran. Der Herr Hermann ist unser Chef. Wir haben Dienststellen in München, in Schweinfurt und also jetzt auch in Fürth. Es sind ungefähr 1300 Mitarbeiter, 9 Abteilungen oder 49 Sachgebiete. Ja, es ist. Früher war es wahrscheinlich schwerer, was macht das Landesamt für Statistik? Wir stellen Statistiken zur Verfügung und was jetzt was leicht macht, was in aller Munde ist, im Fernsehen, auf Plakaten, das ist natürlich dieser Zensus. Zensus ist unser größtes Projekt. Da werden Befragungen durchgeführt, da werden die Ergebnisse eingescannt und so weiter. Was auch noch Aufgabe ist vom Landesamt, das ist diese Landeswahlleiterrolle. Das heißt, wenn irgendwelche Bürgerbegehren sind, wenn Wahlen sind, Auszählungen und so weiter, da sind wir auch beteiligt. Und dieser Teil Datenverarbeitung, der ist eigentlich jetzt für den Vortrag wichtig. Information und Kommunikationstechnik als Dienstleister für den bayerischen Staat. Und genau diese Einführung von Instep bezieht sich jetzt erstmal auf diesen Teil IT. Wie so oft ist die IT Vorreiter. Und deswegen gehe ich jetzt auf das RZ Süd ein bisschen genauer ein. Da ist die Organisation. Wir haben hier 4 Abteilungen, ungefähr 300 Leute.
das teilt sich so auf, Abteilung 6 ist so Querschnitt, Einkauf, Weiterentwicklung oder Anwendungsentwicklung. Die Abteilung 7 ist so Kunde, Kundenbetreuung, Anwendungsbetreuung vom Kunden. Und 8 und 9 ist so die Technik, also heißt Netze, Server und so weiter. Jetzt daran an dem Organigramm sieht man schon sehr gut, dass das eigentlich ein sehr heterogenes Umfeld ist. Wir haben Anwendungsentwicklung, wir haben sehr viel Betrieb, Rechenzentrumsbetrieb, wir haben Betreuung. Und dieses heterogene Umfeld, das spiegelt sich auch in den Projekttypen wieder, die wir durchführen. Kleine Historie. Bayern war ja, man jodelt ja, man steht am Berg und jodelt auf einen anderen Berg rüber. Und das nennt man dann Kommunikation. 2005, vorher, jedes Ministerium, jedes Ressort hat ein eigenes Rechenzentrum. Hat einen Server unter den Tisch stehen, kauft seine IT selber ein. 2005 hat man gemerkt, oh, das ist vielleicht doch nicht so der gute Weg. Wir sollten mal überlegen, dass wir das ressourcenübergreifend machen. Also 2005 gab es einen Beschluss. 2006 war dann das Ergebnis, wir bilden zwei Rechenzentren, eins in München, das Süd, Rechenzentrum Süd, und das Rechenzentrum Nord hängt an der Landesamt für Steuern. Die Frau Geisler hat letztes Jahr einen schönen Vortrag, habe ich gehört, darüber gehalten, RZ Nord. 2009 kam dann die Entwicklung, man merkt, ja, man braucht doch noch einen obersten IT-Herrn, so einen CIO, und den hat man dann eingerichtet auf relativ hohere Stelle, nämlich als Staatssekretär direkt unter dem Minister, der Herr Pschirer, macht das jetzt in Bayern, das ist der oberste IT-Herr und der kümmert sich um die Koordination der IT. Also ich sage immer wieder so einen Namen, weil das hilft bei mir mit der Beförderung, wenn ich jemanden sage, nachher hat, ist das gut, es wird alles aufgezeichnet, habe ich gehört. Okay, 2010 war dann, man hat Rechenzentren, die Kunden haben sich entscheiden können, gehe ich zu Rechenzentrum Süd, gehe ich zu Nord. 2010 hat man das dann aufgebrochen und hat gesagt, ihr könnt zu allen gehen, ihr könnt nach außen gehen, das ging vorher auch schon, ihr könnt zum Nord oder zum Süd. Es gibt natürlich auch eine kleine Konkurrenz, aber wir sind schon Partner. Die einzelnen Ressorts haben überall ihre Rechner stehen, haben ihre eigene Administration. Also wir sprechen hier von das ist jetzt erstmal die Konsolidierung vom RZ Süd und die Ministerien. Wir sprechen hier von 150 Behörden, 2000 Server, 700 Anwendungen und die müssen alle konsolidiert werden. Das heißt, die müssen Richtung RZ Süd gehen, hier administriert werden und das ist sehr viel Arbeit. Das heißt, so diese Konsolidierungsgeschichte ist so ein Hauptpunkt, da laufen sehr viele Projekte. Dann nochmal Bayern. Ja, habe ich schon erzählt, 150 Behörden, 500 IT-Zentren, wir machen Entwicklung, wir machen Betreuung, heterogen. Was unser Kunde will, das kennen Sie wahrscheinlich alle. Ja, was will der? Der will einen leistungsfähigen, zuverlässigen Partner und der will einen, der wo immer weiter sich entwickelt, immer besser wird, die Prozesse besser werden, die Menschen mehr fortgebildet werden. Und dazu gehören natürlich neben den Prozessen auch Tools. Und diese Anforderungen, da gehen wir jetzt mal ein bisschen besser drauf ein, und diese Ist-Situation. Steigende Anforderungen, was war nicht da? Wir haben Project verwendet in verschiedenen Projekten, aber nicht zentral, nicht mit Server, sondern Einzelplatzlösungen. Es gab immer wieder Konflikte, es ist sehr viel durch diese ganze Konsolidierungsprojekte. Wir haben sehr viel Arbeit, zu wenig Leute dafür. Das heißt, es muss alles besser geplant werden, die Prozesse müssen besser abgestimmt werden und wir brauchen einfach ein Tool dazu. Konflikte, was das Management natürlich auch immer will, das ist so Reports, Kennzahlen und das am besten auf Knopfdruck. Und eben Prozess, was zum Prozess dazugehört, das sind so Dokumentvorlagen. Wie schaut ein Handbuch aus, immer der richtige Kopf und so weiter drüber. Ja, daraus unsere Amtsleitung, der Herr Anding, der hat dann gesagt, ja,
jetzt müssen wir ein Tool einkaufen. Wir brauchen eine Professionalisierung im Bereich Projekt- und Ressourcenmanagement. Wie schaffen wir das? Und wir haben uns bestimmte Ziele, er hat uns bestimmte Ziele mitgegeben. Er will was, das, wo das Landesamt optimal abdeckt von den Aufgaben her. Er will, dass die Leute planen können, gut planen können, dass durchgängig die Dokumente zur Verfügung gestellt werden, dass er auf Knopfdruck Reports, das heißt, das Thema Transparenz war ihm sehr wichtig, Steuerbarkeit im ganzen Multiprojektumfeld, hohe Akzeptanz, das ist auch, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt, wenn ich ein Tool einführe, wenn ich einen neuen Prozess einführe. Die Mitarbeiter, die müssen einfach mitmachen, weil wenn die Mitarbeiter schon dagegen sind, dann hat man keine Chance, dann hat, sage ich mal, kann das Projekt nicht funktionieren. Das ganze Thema Professionalisierung habe ich schon angesprochen. Ja, Einführung mit Tool. InStep, das ist jetzt eine kleine Überraschung für Sie wahrscheinlich, dass wir InStep einführen. Ja, warum haben wir es genommen? Also wir haben eine Analyse- und Evaluierungsphase vorher, wir haben mehrere Tools getestet und haben uns dann für InStep entschieden, weil uns das Tool gut gefällt, weil der Herr Müller uns ein sehr gutes Angebot gemacht hat. Aber eben auch, hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen, oder wie? Okay. Also nochmal heterogenes Umfeld, sehr viele Projekttypen. Für uns war es wichtig, dass wir ein Tool bekommen, wo wir gut passend machen können. Ein zweiter wichtiger Punkt, das ist auch Thema Zusammenarbeit mit dem RZ Nord, Synergien mit dem Landesamt für Steuern. Die haben nämlich schon sehr viel Geld in die Hand genommen, um bestimmte Funktionalität, die wo für uns spezifisch ist, nämlich eine Schnittstelle zur Kosten- und Leistungsrechnung zum SAP-System, die haben das schon entwickeln lassen und die haben das schon bezahlt. Das heißt, das haben wir nutzen können. Auch das ganze Thema Kostenträger, Kostenstelle, das war schon programmiert und das war für uns auch ein Punkt, warum nehmen wir InStep. Und wie es bei öffentlichen Behörden ja immer gang und gäbe ist, es muss natürlich V-Modell XT unterstützen. Ja, da komme ich nochmal ein bisschen auf diese Ressourceneinsatz. Es gibt immer diesen Konflikt. Bei uns laufen sehr viele Betriebsrechenzentrumsaufgaben, laufende Aufgaben. Da sind sehr viele Administratoren beschäftigt. Auf der anderen Seite habe ich diese Projekte, Projektaufgaben. Ich habe einen Projektleiter, der muss planen, der muss sicher sein, dass er die Person auch bekommt, wenn er es braucht. Und in diesem Konflikt, Ressourceneinsatzkonflikt, da braucht man in der Mitte irgendwie ein Tool, irgendeine Steuerungsmöglichkeit. Ich habe schon erzählt, wir haben ein Projekt aufgesetzt, wo das macht. Im unteren Teil von der Folie nochmal, diese Einflussfaktoren sind natürlich noch viele mehr. Jetzt mal nur die drei wichtigsten. Der Personalrat, der spielt natürlich bei so einer Einführung von einem Tool für das ganze Rechenzentrum auch eine wichtige Rolle. Der sagt natürlich, oh, Aufgaben werden geplant, Projekte werden geplant, da werden Mitarbeiter zugeordnet. Oh, das könnte was mit Leistungskontrolle zu tun haben. Immer ein wichtiger Faktor. Ja, das Management sagt, oh ja, das Tool ist super. Gibt es mal die Stunden von denen, von denen, von denen. Dann schauen wir mal, wer viel arbeitet, wer viel Überstunden hat und wer wenig arbeitet. Und dann haben wir nur die Vorgaben, verschiedene Projekttypen, der Betrieb und so weiter. Und das wirkt alles auf das Projekt. Ja, jetzt kommt meine Lieblingsfolie. Also die fünf Herren da unten, das sind bei uns die Abteilungsleiter beim Betriebsausflug. Also stimmt natürlich nicht, gell? Das muss man rausschneiden. ja, organisatorischer Wandel. Leistungskontrolle habe ich schon angesprochen. Die Leute sagen, oh, früher haben wir es machen können, wie wir wollen. Da gab es keinen Prozess. Das ist ein Verlust von Flexibilität. Man kann sich nicht so schnell darauf einstellen. Dann die Projektleiter sagen, oh, da wird man kontrolliert von außen. Gefällt uns auch nicht. Und alle sagen natürlich, oh, Mensch, schon wieder ein Tool, stört mich doch bei der Arbeit. Ja, und dazu kommen jetzt diese bayerischen Amtswahrheiten noch. Hat es noch nie nicht gegeben, also das noch nie nicht gefällt mir besonders gut, das ist eine doppelte Verneinung, das ist nicht eine Umkehr, sondern das verstärkt das Ganze nochmal.
also die Untertitel sind drunter. Und da kann ja jemand kommen. Das ist zwar jetzt erstmal lustig, deswegen habe ich es reingenommen. Aber dahinter verbergen sich natürlich auch Ängste von Leuten. Nicht jeder will Veränderung. Nicht jeder will jetzt schon wieder was Neues. Und vielleicht ist da der öffentliche Dienst, es sind ja einige da, habe ich auf der Teilnehmerliste, besonders geprägt und besonders vorsichtig in dem Bereich. Ja, jedes Projekt braucht eine Planung. Das ist meine McKinsey-Folie. Ich weiß nicht, ob von McKinsey jemand da ist. Diese Bögen gefallen mir immer besonders gut. Darum habe ich gedacht, das baust du jetzt mal ein. Die Professionalität steigt in der ersten Phase weg. Ja. Vorphase, Analyse, Evaluierung vom Tool. Dann die Phase 1 und 2 haben wir dann als Projekt durchgeführt. Nämlich diese Entwicklung, Anpassung vom Tool, der Betriebsübergang, die Einführung, die Schulungen, was alles dazugehört. Und natürlich gehen wir dann in eine Wartungsphase über, was nicht heißt Stillstand, sondern der Prozess wird ständig weiter verbessert. Schauen, was die Nutzer brauchen. Ja, nochmal ein bisschen genauer eingehen in diese zwei Phasen vom Projekt. Toolbereitstellung, 1.6. haben begonnen letztes Jahr. Dann gab es die Anpassung des Tools. Das heißt, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist jetzt die Phase. Und seit 1.1. sind wir in Pilotbetrieb gegangen mit 100 Leuten, Abteilung 6 und 71. Da haben wir uns gedacht, naja, die machen Entwicklung, da laufen viele Projekte, da können wir das ganze Teil schon mal gut ausprobieren. Wo sind wir jetzt? Im Moment rollen wir das für die Abteilung 7 aus, für die nächsten 80 Personen. Nächste Woche geht der nächste Schulungsblock los für die 80 und wir wollen bis Ende September alles eingeführt haben. 300 Personen. Ja, jetzt zur Umsetzung. Jetzt kommen noch mal ein paar Punkte, wo ich vorhin schon angesprochen habe, unsere Projektziele, Herausforderungen, also die Akzeptanzsteigerung. Die Angst vor Kontrolle muss man eingehen, Transparenz, dieser Konflikt, wie lösen wir das auf? Die Optimierung der Bearbeitungsmethoden und Prozesse und diese bayerischen Amtswahrheitler. Ja, auf die Punkte gehe ich jetzt mal einzeln ein und zeige einmal, wie wir es im Tool umgesetzt haben. Ja, die erste Folie ist. Also wo wir das erste Mal InStep aufgemacht haben, wir haben es ja beim Landesamt für Steuern zum ersten Mal gesehen bei einer Schulung. Die haben da eine Schulung gemacht und haben uns gedacht, uiuiui, das schaut aber ganz schön kompliziert aus. Tausende von Sichten, überall kann ich draufklicken, überall passiert was anderes. Es war schon nach der ersten Stunde haben wir gesagt, wo, wenn wir das hernehmen, müssen wir vereinfachen. Gut, was ist jetzt rausgekommen? Ich habe jetzt mal drei Sichten rausgeholt. Einmal, also wer InStep kennt, der kennt ja diese Sichten My InStep. Was kann der einzelne Mitarbeiter? Das bekommt ja jeder einzelne Nutzer. Er kann Zeit erfassen, er sieht seine Aufgaben, er sieht seine Projekte, er sieht seine Regelaufgaben. Jetzt kommt noch mal ein Begriff, Regelaufgabe ist bei uns eine laufende Aufgabe. Er will sehen, wo ist er überall eingeplant die nächste Zeit. Öffentliche Dokumente und die persönlichen Einstellungen. Mehr sieht er nicht, der einzelne Mitarbeiter. Erstmal. Wenn er jetzt die Amtsleitung ist, der Herr Anning, es gibt wieder einen Punkt, der sieht auch diese Mitarbeitersicht natürlich, aber er sieht noch zusätzlich diese Amtsleitungssicht. Und bei unseren Schulungen, wir sagen immer, der Herr Anning, der sieht am wenigsten. Der sieht seine A-Projekte und der sieht eine Planung der Sachgebiete. Nächsten 6 Monate, das nächste Jahr. Und er sieht, welche Leute im Amt arbeiten. Das hat er vorher, glaube ich, schon gewusst, vor InStep. Der Abteilungsleiter sieht ein bisschen mehr, der sieht alle seine Projekte, was bei ihm in der Abteilung laufen, wo seine Leute mitarbeiten, was kritische Meilensteine sind.
und eben wie die Auslastung ist, wie ist die Planzahl der einzelnen Mitarbeiter. Immer Thema Multiprojekt, Steuerung, Ressourcenmanagement. So. Dieser zweite Punkt war wieder diese Ängste. Oh, der Chef sieht alles. Mitarbeiter werden kontrolliert, Leistungskontrolle. Und da muss man natürlich irgendwie so ein Rechte- und Rollenkonzept aufsetzen. Das ist jetzt das zusammengefasste Ergebnis. Der Herr Anling als Amtsleiter sieht nur A-Projekte und sieht nur kumulierte Zahlen über Sachgebiete und Abteilungen. Der Rechenzentrumsleiter sieht auch keine Mitarbeiterdaten, sondern auch nur kumulierte Werte. Genauso die Abteilungsleiter. Ab dem Sachgebietsleiter, der Sachgebietsleiter sieht auch Personendaten, sieht die Ist-Werte, sieht die Soll-Werte, die Planungswerte. Und wir haben ja das Thema Transparenz und Reports, habe ich ja angesprochen. Wir haben da was hinterlegt, damit der Herr Fritz als Rechenzentrumsleiter ganz leicht sich einen Report erzeugen kann. Auf den zweiten Report würde ich gerne noch eingehen, was wir zur Verfügung stellen. Das ist zum Thema Multiprojektmanagement. Der EZ-Leiter will natürlich sehen, was laufen denn für Projekte. Wie schaut denn da die Struktur aus? Und da gibt es auch die Möglichkeit, wieder einen Excel-Report zu machen. Besonderheit bei uns, die Kundenbetreuer. Also wir haben Kundenbetreuer, die übernehmen die Kommunikation mit dem Kunden, mit den Ressorts. Das ist so eine Mischung aus Account Manager und Projektleiter. Und der Kunde kommt zum Kundenbetreuer, die Staatskanzlei, und sagt, oh, ich habe da eine neue Anwendung, ich bräuchte bei euch einen Managed Server auf Windows-Basis, eine Datenbank, und es ist eine Fat-Client-Anwendung, die will ich über Terminal-Server machen. Kundenbetreuer geht dann her, blättert in seinen Service-Katalog nach, macht ihm ein Angebot, was kostet das Ganze im Monat. Ja, und jetzt gibt es das Problem, wie setze ich das Ganze um? Ich habe ja auf der anderen Seite die Technik, und da gab es in der Vergangenheit immer wieder Reibungsverluste. Der Kundenbetreuer hat nicht gewusst, steht der Server schon zur Verfügung, haben sie die Datenbank schon aufgebaut. Der Kunde hat nachgefragt, hat immer nachtelefonieren müssen, E-Mails schicken und so weiter. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch eine wunderbare Sache, ein Einsatzgebiet für Instep. Wie schaut das Ganze in der Umsetzung aus? Ich habe, der Typ ist in Betriebnahme, Projekt. Für jeden Kunden habe ich ein Projekt angelegt. Der Kundenbetreuer bekommt die Rolle Projektadministrator, das heißt, er kann die ganzen Aktivitäten anlegen und so weiter. Und jetzt kommt der schöne Trick dabei, es werden keine Aktivitäten geplant, sondern es werden nur Meilensteine geplant. Das heißt, er hat einen Meilenstein, sehen wir dann, das Angebot ist angenommen, und was eben auch wichtig ist, diese Schnittstelle zur Technik. Den Meilenstein kann er jemand zuweisen, der verantwortlich ist, den Server aufzubauen, die Datenbank aufzubauen, und er hat da Kontrolle drüber. Öffentliche Meilensteine haben den anderen Vorteil, die Leute fühlen sich beobachtet. Das heißt, jeder kann einsehen, wann muss denn der Server bereitstellen. Und was der Kundenbetreuer im Projekt eben auch noch kann, was wir jetzt im Prozessmodell hinterlegt haben, wenn ein neuer Service angefordert wird, geht er auf Neu. Und da sind alle Services vom Servicekatalog hinterlegt. Das heißt, er kann jetzt sagen, okay, die Staatskanzlei braucht einen File-Server, Angebot habe ich geschrieben, das hat die Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sehen die von der Technik, der eben die Inbetriebnahme hat, der sieht das jetzt bei sich, nämlich wenn er auf meine Meilensteine geht, sieht er da Service in Betriebnahme SDK, sieht da diesen File-Server und sieht, ah ja, da gibt es Meilensteine, öffentliche Meilensteine, da muss ich mich drum kümmern. Das heißt, diese Schnittstelle, diesen ganzen Kommunikationsaufwand mit E-Mails, mit Papier, mit Besprechungen, mit Telefon, haben wir jetzt großteils über Instep abgedeckt, also den Prozess in Betriebnahme ist so eine Art, weil es passiert sehr oft, das heißt, es sind immer wieder gleiche Produkte wie in der Industrie. Wir haben da einen Prozess, einen toolgestützten Prozess, der immer wieder, also
immer wieder gemacht werden kann. Sehr einfach. So. Das haben wir jetzt auch gesehen. Ja, ein Thema war ja noch diese Ressourcenplanung, Betriebsaufgaben. Also wir haben das jetzt so gelöst, wir haben jetzt Aktivitäten unter der Wurzel LF Stadt. Das sind die regelmäßigen Aufgaben und wir haben die Projekte. Und auch die regelmäßigen Aufgaben werden geplant. Das heißt, der Mitarbeiter X macht die und die Aufgabe zu 80%, für 20% steht er für Projekte zur Verfügung. Und diese Sicht hat er da unten, der Team- oder Sachgebietsleiter, der sieht das, wo arbeiten meine Mitarbeiter mit und welche Aktivitäten arbeiten die mit. Einbindung von Nutzern, habe ich vorhin auch angesprochen, ist natürlich immer wichtig. Die Schlüsselpersonen haben am Anfang mit dazugenommen, Prozessanalyse. Wir haben so ein iteratives, inkrementelles Vorgehen. Da kommt wieder dieses Agil, das ist ja zurzeit auch Mode. Hat auch schon mal jemand gesagt heute. Ja, immer wieder die Einbindung der Schlüsselpersonen. Immer wieder schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Frühzeitige Einbindung des Personalrats. Was wir da auch noch haben, das ist eine In-Step-Sprechstunde. Also wir laden einmal in der Woche die Schlüsselpersonen, Teamleiter, Sachgebietsleiter ein, dann können sie ihre Fragen loswerden und wir versuchen da immer eben Stück für Stück immer ihren Ansprüche Genüge zu tun. Ja, und was wir auch noch als zusätzlichen Kanal, also wir haben mehrere Kanäle für die Nutzer aufgemacht, als zusätzlichen Kanal haben wir eine Feedbackliste im Tool eingestellt. Das heißt, wenn einer gerade was macht und denkt, oh, das gefällt mir aber nicht, das würde ich gerne anders haben, dann kann er in dieses öffentliche Dokument Feedbackliste reingehen, schreibt er seinen Text rein, ich hätte das gerne so und so, dann kann man bei dieser Sprechstunde drüber reden oder man kann ihn anrufen und sagen, ja, ist machbar oder ist nicht machbar. Dann vielen Dank von meiner Seite. Mich interessiert, welche Reaktivität Sie bei den Mitarbeitern erlebt haben. Sie sagen, eine bestimmte Aufgabe wird nicht mehr über Mails kommuniziert, sondern das scheint auf der Oberfläche und dann kann derjenige sofort starten und weiß, was er zu tun hat. Mhm. Wie wird das angenommen? Macht ihr das dann auch gleich oder muss dann doch mit Mail nachgehakt werden? Ja. Also wie ist da die Akzeptanz oder die Reaktionszeit? Also ich glaube, was kein Tool, auch InStep, nicht ersetzen kann, das ist diese Kommunikation zwischen den Leuten. Also der kann nicht einfach einen Termin einstellen, sondern der sollte den vorher mit ihm absprechen. Also das ist, ich habe das jetzt so gezeigt, dass ich sage, okay, der setzt jetzt die Termine, aber ich sage mal, der muss schon vorher telefonieren. Also wir sind jetzt nicht so weit wie jetzt in der Autoindustrie, wo ich sage, vorn schiebe ich ein Stück Blech rein und hinten kommt der Audi A8 raus und keiner redet miteinander. Also so weit sind wir noch nicht, da wollen wir aber hin. Danke. Ja, aber die Leute nehmen es insgesamt, also um dieses Feedback, was wir jetzt hören, ich habe gestern erst wieder mit einem Sachgebietsleiter telefoniert, also der findet das Tool auch wirklich sehr gut. Jetzt wird sehr gut angenommen. Aber wie Sie gesehen haben bei diesem Heute-Strich, wir sind noch nicht ganz fertig mit den 300. Aber die 100, die wir im Moment haben, ist das Feedback eigentlich, muss man schon sagen, fast durchgängig positiv.